Hallihallo und damit herzlich willkommen zu einem Tutorial. Ja, etwas ungewohnt, gibt es nicht oft bei mir, aber gab es sogar schon mal. Und heute geht es um OBS oder die Open Broadcaster Software. Ich werde euch zeigen, wie ihr die besten Einstellungen machen könnt und wie man sozusagen sich eine Szene einrichten kann für das eigentliche Spiel, was man beispielsweise aufnehmen kann oder möchte. Und ja, und wie man ein Profil anlegt. So, warte, mache ich das, weil mich der Zuschauer gefragt hat und ich dachte einfach, netterweise mache ich das einfach mal. Und ich werde euch einfach jetzt mal zeigen, wie meine Einstellungen in OBS sind. Meine Meinung nach die besten. Im Kurzdurchlauf danach werde ich auch nochmal erklären sozusagen, was das alles bedeutet, wieso ich das so gemacht habe. Aber falls einen das nicht interessieren sollte, kann er an diesen Stellen auch pausieren. Und sozusagen auch schon diese ganzen Sachen einfach kopieren, wenn ihn einfach der Rest nicht juckt. So, das war alles. Ja, dann würde ich euch einfach mal jetzt erzählen, wie ihr ein Profil anlegen könnt, beispielsweise nicht ein Profil, sondern eine Szene zum Aufnehmen, einer Game-Aufnahme beispielsweise. Macht ihr hier unten einfach bei den Szenen, Szenen hinzufügen. Machen wir jetzt einfach mal MC Tutorial, so zack, dann haben wir hier eine Quelle. Dafür sollte euer Spiel, was ihr aufnehmen wollt, geöffnet sein. Hier könnt ihr beispielsweise auch eine Fensteraufnahme einfach nur machen oder komplette Monitor. Wir wollen aber jetzt eine Game-Aufnahme, so zack. Wenn ihr im Übrigen auch noch eine Facecam hinzufügen wollt, müsst ihr da die Videokamera da nehmen. Und wenn ihr dann ein Spiel offen habt, sollte es hier gelistet sein, ja. Und das klickt ihr dann einfach an, dann okay und dann wird das auch schon aufgenommen und als Szene hinzugefügt. Wird es bei mir jetzt nicht, weil das einfach nur OBS in Sandbox hier geöffnet ist, aber ist ja auch nicht allzu wichtig jetzt. So, und dann habt ihr das eigentlich schon drin und wenn ihr halt eine Videokamera habt, müsst ihr auf Videogeräte gehen für die Facecam. So, so viel dazu. Jetzt wollen wir ein neues Profil anlegen, das mache ich jetzt extra, damit wir sozusagen die ganzen Einstellungen machen können. Das machen wir da oben, Tutorial. Und da sind dann sozusagen diese ganzen Einstellungen gespeichert auf dem Profil. Ganz praktisch, wenn ihr sozusagen extra Profil anlegt für Aufnahmen und Livestreams, weil da müsst ihr grundsätzlich irgendwie ein kleines bisschen was ändern. So gut, dann würde ich sagen, Tutorial wurde erstellt, wir gehen in die Einstellungen rein und gehen jetzt alles Stück für Stück durch. Hier sind wir jetzt auf der ersten allgemeinen Seite, hier würde ich einfach auf Deutsch das stehen lassen, falls es bei euch noch nicht so ist. Beispielsweise steht da Englisch oder sowas, dann stellt das mal bitte auf Deutsch, Leute, oder Englisch, wie ihr wollt, ne? So, und dann sind wir jetzt auch schon bei der ersten Seite Codierung. Und hier würde ich euch empfehlen, Encoder einfach so stehen lassen, ist die beste Qualität. Den Haken bei der benutzten konstante Bitrate würde ich rausnehmen. Dann könnt ihr nämlich die Qualität auch hochstellen auf 10 für die optimalste und beste Qualität. Und diese maximale Bitrate müsst ihr auf jeden Fall hochnehmen, ja. Ihr braucht mindestens, würde ich euch empfehlen, 8000. Aber wenn es geht, sogar 8000, so, 20.000 benutze ich immer. Aber was, wieso denn das Ganze ist, ja? Das werde ich euch auch noch erklären. Hier habe ich auch noch einen Haken gemacht bei benutzerdefinierte Puffergröße. Und wieso stellen wir das jetzt hoch? Ist erstens relevant für Streams eigentlich, weil da könnt ihr sozusagen den Stream die bestimmte Internetleitung geben oder diese Internetleistung, die ihr braucht, damit der Stream überhaupt läuft. Da ist wichtig, wie viel Upload ihr habt, so nebenbei. Mal angemerkt. Für Aufnahmen jetzt nicht so wichtig mit der Upload-Geschwindigkeit, aber es hat denn dieselbe Funktion wie im Stream. Wenn ihr sozusagen weniger gibt, dann kommt ja auch weniger Internet im Stream an und das heißt, die Qualität leidet drunter. Und wenn ihr ruckartige Bewegungen macht, wie beispielsweise in Minecraft, wenn ihr ganz schnell mit der Maus bewegt oder sowas, sind es ja ganz, ganz schnelle Bewegungen und bei diesen wird das Bild dann leicht verpixelt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das aus Livestreams, die ihr schon mal geschaut habt, aber das bewirkt es halt, wenn ihr hier eine niedrige Zahl habt. Wenn ihr eine große Zahl habt, dann gibt ihr sozusagen dem Stream oder der Aufnahme mehr Bitrate und durch diese Bitrate kann er das halt leichter verarbeiten und das macht den Stream halt schöner, ansehnlicher oder beispielsweise auch eure Aufnahme, weil da würdet ihr ja mit voller Qualität arbeiten. Wieso habe ich jetzt den Haken bei benutzte konstante Bitrate rausgenommen? Wenn ihr den Haken jetzt hier drin habt, bedeutet das, dass die Aufnahme oder der Stream ganze Zeit mit konstanten, also bleibenden 20.000 Bitrate, Kilobytes oder was auch immer das ist, läuft. Muss nicht sein, deswegen würde ich sagen, nehmt das einfach raus, dann nutzt sozusagen die Aufnahme nur so viel, wie sie benötigt. Also, dann wird er auch nicht überlastet, aber wenn er es braucht, dann nimmt er sich maximal 20.000, ja. Ist eigentlich eine ganz, ganz gute Einstellung. So, dann gehen wir zur Audio-Codierung. Hier könnt ihr alles so stehen lassen, wie es ist. Bitrate würde ich einfach auf 320 pushen, für das Bestmöglichste. Und ich meine, warum nicht, es zieht kaum was, ne. Dann gehen wir auf
Broadcast-Einstellungen, auch ganz wichtig, hier kann man dann individuell für Livestream einstellen, das werde ich euch aber heute nicht erklären, nur für die Dateiausgabe, also wenn ihr sozusagen eine Aufnahme haben wollt, die ihr im Nachhinein bearbeiten könnt, dann müsst ihr einfach hier draufklicken, einen Dateipfad hinzufügen, würde ich euch wirklich dumm bitten, weil bei mir ist es so, wenn ich das auf Standard lasse, dann finde ich die Datei nicht mehr. So, dann macht ihr hier einfach durchsuchen. Sucht ihr euch einen Speicherort aus, gibt den Dateinamen einen Punkt, sowas, Namen und so wird es dann halt immer abgespeichert. So ist der Dateiname dann immer für eure Aufnahme. So, so viel dazu. Das wäre dann zu den Broadcast-Einstellungen. Dann gehen wir weiter zu Video. Hier könnt ihr einmal eure Grafikkarte einstellen und einsehen. Also ihr seht, welche Grafikkarte ihr dann habt. Und dann sind wir hier bei der Basisauflösung. Hier solltet ihr die Auflösung stehen haben, in der ihr aufnehmt. Beispielsweise, wenn wir jetzt Minecraft haben im Full-Bild und ich halt einen Full-HD-Monitor habe, dann sind diese Einstellungen jetzt optimal. Habt ihr jetzt aber ein Fenster, dann müsst ihr die Auflösung so einstellen, so groß wie euer Fenster ist, weil ihr sonst nicht richtig herunterskalieren könnt. Also das würde ich euch einfach mal empfehlen, dass ihr hier das immer richtig einstellt, ist ganz, ganz wichtig. Falls ihr jetzt auf Full HD aufnehmt, aber das beispielsweise nur auf 720p haben wollt, könnt ihr das hier unten nochmal runterskalieren. Da müsstet ihr dann 1280 mal 720 nehmen für 720p, das habe ich auch immer drin. Und dann hier den Filter könntet ihr natürlich noch auf den stärksten nehmen, aber ich habe immer binär drin, das ist der schnellste und damit läuft es auch besser bei euch und ich meine, meine Qualität sieht jetzt auch bei 720p nicht schlecht aus oder so. Deswegen habe ich den Filter so drin. Und natürlich auf 60 FPS stellen, falls möglich. Weil das ja in letzter Zeit so gut wie Standard geworden ist auf YouTube. So, dann gehen wir zu den Audio-Einstellungen. Da war auch schon alles fertig. Und ja, hier könnt ihr meistens alles auf Standard stehen lassen. Weil euer Mikrofon auf Standard eingestellt ist. Falls es aber nicht so ist, solltet ihr nochmal eure richtigen Sachen raussuchen. Hier oben sind die Lautsprecher, die ihr benutzt. Und dann hier auch natürlich noch das Mikrofon, falls ihr eure Stimme aufnehmen wollt. Ganz, ganz wichtig, weil sonst startet ihr hinterher die Aufnahme und man hört einfach nicht eure Stimme. Und da war alles für den Arsch, ja. Auch immer ganz wichtig. Hier unten könnt ihr halt nochmal einstellen, wie die Verstärkung eures Mikrofons sein soll oder Abschwächung und ja, so viel dazu. Müsst ihr eigentlich nie groß was ändern. Ich würde es euch einfach so empfehlen, stehen zu lassen. Bei schlechteren Mikrofons solltet ihr hier ein bisschen rumspielen. So, kommen wir zu den Hotkeys. Ganz einfach hier Push-to-Talk-Keys. Also wenn ihr eure Stimme nur dann aufnehmen wollt, wenn ihr drauf drückt. Mute des Mikrofons, sehr, sehr wichtig, wenn ihr einen Livestream führt. Weil ich meine, es könnte immer ein unangekündigter Gast in euer Zimmer kommen, falls ihr nicht alleine lebt. Und wenn beispielsweise die Mutter einfach so reinplatzt, euch anbrüllt, weil ihr entweder zu laut schreit oder euch einfach nur sagen will, dass jetzt Essen kommt, dann würde ich euch einfach mal empfehlen, hier extra einen Hotkey für zu machen, damit ihr notfalls dann euer Mikrofon einfach mal stumm schalten könnt, ne? So, für Desktop genau dasselbe, das ist dann sozusagen die Lautsprecherfunktion. Hier Stream Start, Stream Stop, ist ja logisch. Und das ist nochmal Aufnahme Start, Aufnahme Stop, auch logisch. Und der Rest ist irrelevant und ich weiß auch nicht wirklich, was das bringt, ja? So. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo die meisten Leute Fehler machen. Da macht ihr die Prozessor-Priorität einfach auf normal, das soll so bleiben. 60 ist ja auch richtig, den Rest müsst ihr nicht anhaken oder so, das habe ich jetzt gerade aus Versehen angehakt. X264 CPU-Einstellung auf Very Fast. Wenn ihr das runterstellt oder hochstellt, besser gesagt hier auf Super Fast oder Ultra Fast, nutzt der Stream beispielsweise weniger CPU, das heißt, ihr habt bessere Leistung, also eure CPU ist besser, aber dadurch leidet dann sozusagen die Qualität der Aufnahme. Very Fast ist ja immer so ein gutes Mittelmaß. Falls ihr eine richtig gute CPU habt, könnt ihr hier in die unteren Punkte gehen, wie Faster, Fast, Medium. Aber die meisten Leute haben das nicht und deswegen würde ich einfach Very Fast immer drin lassen, wenn es geht. Wenn es wirklich nicht geht, mit dem Prozessor sogar noch runtergehen. Aber Very Fast ist immer so die Standardeinstellung für OBS. High würde ich auf Main stellen. Ändert auch nicht so viel wirklich, aber ist eigentlich in Ordnung. Benutze CFR, was das jetzt wirklich ist, weiß ich nicht mehr. Aber könnt ihr drin lassen oder rausnehmen. Ich nehme es immer raus. Und dann hier aktiviere benutzerdefinierte X264 Encoder-Einstellung. Da könnt ihr auch nochmal entscheiden, wie viel CPU-Leistung sozusagen ausgenutzt wird. Da würde ich euch einfach mal empfehlen, CRF gleich 23 zu nehmen. Das habe ich immer drin. Und so höher sozusagen diese Zahl ist, es geht glaube ich bis 25, umso weniger Leistung darf der
das Programm sozusagen von euch nutzen. Wenn ihr jetzt hier irgendwie beispielsweise 1 reinnimmt oder 13 oder 12, ja, dann nutzt er oder erlaubt ihr ihm mehr Leistung oder mehr CPU zu nehmen. So, falls ich das richtig verstanden habe. Also CRF immer so auf 23 stellen und dann ist eigentlich schon alles super duper. Codieren mit vollem Wertebereich, weiß ich jetzt nicht, was das wirklich bedeutet, aber hier 61 bis 120 Bilder pro Sekunde könnt ihr auch machen, wenn ihr es wollt. Ist gut, wenn ihr irgendwie in der Nachbearbeitung ein paar Slow Motions einfügen wollt, dann ist diese Einstellung auch nochmal ganz wichtig. Ich habe die aber grundsätzlich immer draußen, weil ich immer auf 60 FPS aufnehme und nicht irgendwie eine extra Wurst brauche, Leute, ne? So, Rest könnt ihr so lassen, wie es ist. Und dann sind wir im Großen und Ganzen schon fertig mit den Einstellungen. Quick Sync Encoder und Browser werde ich euch nicht erklären, nutze ich auch nicht. Die sind mit neuen Updates reingekommen. Und dann kommen wir auch nochmal ganz wichtig zu der Mikrofonsperre. Hier könnt ihr euch die Vorschau angucken und dann seht ihr so einen grünen Balken, ja. So, wenn der grüne Balken unter diesen kleinen Grenzpunkt und den anderen Grenzpunkt ist, ist euer Mikrofon sozusagen stumm geschaltet. Das könnt ihr euch so vorstellen wie im Teamspeak, also da wird eure Stimme ja auch stumm geschaltet, wenn ihr nicht redet, außer ihr habt Dauersendenden, aber das hat dann niemand. So, und wenn ich dann meinen Mund halte, ist es sozusagen unter diesen beiden kleinen Balken oder Grenzbereichen. So, ich sag mal nichts. Ja, ihr habt das jetzt gesehen. Und dann ist mein Mikrofon aus. Wenn es jetzt über die beiden Balken kommt, es ist wichtig, es darf nicht dazwischen sein, es muss drüber sein, dann ist eure Stimme in der Aufnahme an, ja. Aber ich finde, ihr solltet auch so einen kleinen Abstand haben zu diesen kleinen Balken, wenn man beispielsweise jetzt so ein bisschen tippen will mit den Fingern. Ich mache das jetzt mal. So, damit ihr nicht sozusagen da drüber kommt, ja. Ihr solltet schon da ein bisschen aufpassen. So, müsst ihr auch ein bisschen rumspielen mit und das wäre es dann auch schon damit gewesen. Und hier könnt ihr dann halt noch eure Mikrofonstärke einstellen, falls ihr beispielsweise in der Aufnahme ab und zu mal übersteuert. Würde ich euch empfehlen, einfach hier mal ein bisschen euer Mikrofon drunter zu stellen. Und ansonsten hier auch nochmal die Lautsprecherqualität. Hier erhöht ihr auch sozusagen die ganzen Leute im Teamspeak, die sind auch unter diesen Einstellungen drin. Und halt euer Ingame-Sound. So, und das ist halt Desktop, ne? Ist ja klar. Und hier sollte ich auch halt ein bisschen rumspielen, wenn ihr beispielsweise mit einer zweiten Person aufnehmen wollt. Und dann müsst ihr halt so ein bisschen rumprobieren, wie passt das denn, wann sind wir gleich laut? Weil OBS spuckt nur eine Datei raus, das ist die Videodatei, die zusammen ist mit eurer Tonspur. Und da könnt ihr halt nicht groß was bearbeiten. Und deswegen würde ich euch einfach empfehlen, das vorher auszutesten. Nicht, dass ihr im Nachhinein nach der Aufnahme, nach der geilen Aufnahme eventuell sogar noch enttäuscht seid, ja. So viel dazu, das wäre es eigentlich auch schon gewesen zu diesem ganzen Tutorial. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die ruhig unten in die Kommentarbox stellen. Ich werde sie, soweit es geht, alle beantworten. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit den ganzen Einstellungen. Falls ja, würde mich natürlich eine positive Bewertung freuen. Falls ihr euch noch für irgendwie für Let's Plays interessieren solltet, dann guckt doch auch mal auf meinen Channel vorbei, ja. Und dann könnt ihr da auch nochmal was ganz, ganz einzigartiges und lockerflockiges finden, Leute. So, das wäre es dann gewesen. Und damit sage ich tschüss, reingehauen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.